Ubisoft. Watch Dogs. Und damit, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem Let's Play, was sich eine ganze Menge von euch gewünscht haben. Ich dachte mir, hey, na los, holst du dir diese kleine DVD mit dem Namen Watch Dogs und ja. Ich habe es gerade mal angetestet. Wir spielen natürlich ein neues Spiel. Ich habe nicht gespielt. Ich habe einfach nur geschaut, ob die FPS richtig erneut da ist. Ja, ein ganz schöner Speicherfresser sein soll. Aber es funktioniert alles permanent perfekt. Und wir starten jetzt in das Spiel 2 Tage nachdem das Spiel rausgekommen ist. Und ja, los geht's. Bestätigen. Sie müssen Profile von Zivilisten anlegen, um sie zu hacken und Belohnungen finden zu können. Watch Dogs lädt. Ja, der Ladescreen wird jetzt immer ein bisschen länger ausfallen. Wie gesagt, es ist ein Ressourcenschlucker, das Spiel, aber es läuft ohne Lachs auf Ultra-Qualität. Also, was will man mehr? Dann muss man auch mal längere Ladescreens in Kauf nehmen. Das ist absolut kein Problem. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich habe es mir gerade eben gekauft. Es ist Mitternacht und jetzt bin ich ruhig. Hallo. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht. Halte ich an den Plan, den mir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertraue deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Baby, es ist vorbei. Schalte ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft Presents. A Ubisoft Montreal Production. Elf Monate später. Modul initiieren. Sequenz. Watch Dogs. Election campaign
befinden uns in einem Stadion anscheinend. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Ich sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Den verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Und ein damit Name. Sind wir jetzt im Spiel. Töte mich doch. Wir können momentan noch nicht uns bewegen. Wir können nur schießen. Wie Schießen funktioniert, wissen wir ja. Ja. Ich schieße ihn einfach mal in die Hand. Achso, geht gar nicht. Okay, ich muss auf den Kopf zählen. Ja. Erinnerst du dich jetzt? Ich wusste natürlich, dass er nicht schießt. Drücken Sie F, um einen Gegner niederzuschlagen. Das sah nicht besonders toll aus. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Auf Maurice Handy nach Informationen suchen, das machen wir gleich, aber ich habe so gerade überlegt, dass ich vielleicht mal die Audio-Einstellung ein wenig runterschraube. So, machen wir alles auf 80%. Huch. Übernehmen. Und zurück. Zurück. Und so. Dann wollen wir mal schauen. Wir haben da hier drüben ein Handy, das ist 3 Meter und das können wir jetzt mit der Q können wir das hacken. Und ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Schatz in Piers. Ich habe seine Nichte getötet und er wird mich aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nun tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Verlassen Sie den Ungläubiger. Sobald sie bereit dazu sind. Wir schauen uns natürlich hier noch ein bisschen um. Ich weiß nicht genau, was man finden kann. Ich habe mit dem Spielprinzip des Spiels nichts. Also ich kenne mich da jetzt nicht aus. Schauen wir mal hier. Es wird wohl so ähnlich sein wie Tive, was momentan rausgekommen ist, dass man schleichen muss. Natürlich muss man auch aggressive Skills mit öffnen nutzen. Hier haben wir eine Tüte. Da war Geld drinne. Okay. Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Chemische Komponente haben wir noch gefunden jetzt. Okay. Rumschauen lohnt sich also. Hier können wir noch was hacken. Systemschlüssel, Herstellungskomponente für irgendwas, keine Ahnung. Getränkeautomat können wir noch hacken. Das hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht, aber. Ey, den ich habe, ist Energy Drink, hallo? Heb das auf. Du wirst mir gleich unsympathisch, Junge. Haben wir noch irgendwas, was ich jetzt übersehen habe? Hm, kann ich irgendwie rennen? Ah, ich kann auch rennen, okay. Tja, dann laufen wir hier lang. Hier noch irgendwas? Ich denke mal nicht, dass momentan uns irgendwas erreichen wird. Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen.
Was denn, sonst hättest du ihn getötet. Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. Achtes Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Drücken Sie C, um in Deckung zu gehen. Drücken Sie V oder bewegen... V? Ah, das ist genau. Können wir jetzt von Deckung zu Deckung laufen? Mit C können wir... Ah, okay, Moment. Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Ballwurfmaschine können wir hacken. Das können wir... Müsst wahrscheinlich den hier erstmal ausschalten. Alles klar. Und C in Deckung gehen. Dann können wir hier mit Q jemanden anlocken. Alles klar, okay. Das ist natürlich wunderschön, ist es gelaufen. Ich darf also gar nicht entdeckt werden bei dem Spiel. Das wusste ich jetzt natürlich nicht, okay. Gut. Das heißt, wenn ich das mache, dann tue ich den Typen am besten. Wenn jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Der Informant hat was von einer Gang gesagt. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Können die Typen nicht einfach zu Hause spielen? Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. So, dasselbe nochmal. Wer war das? So, die haben wir ausgeschaltet. Der kommt jetzt da lang. Wo ist er? Und da ist auch er ausgeschaltet. Super. So, okay. Pistolenkugeln haben wir aufgesammelt. Haben wir hier noch was, was wir machen können? Ich habe jetzt mal ausgeschaltet. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach so hier rauskommen können, ohne die auszuschalten. Ich denke mal, das kann man ist dann so dieses... diese Entscheidung, die man hat. Vielleicht wirkt sich das auch auf die Geschichte des Spiels aus. Kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich das nicht irgendwie öffnen? Ah, okay.
So, öffnen. Ich habe irgendwas geöffnet, ich weiß noch nicht was. Ah, ich hätte wahrscheinlich so oder so hier hinter gemusst, alles klar. Okay, alles klar. Wir kommen jetzt also hier hoch. Na dann klettern wir mal. Tippen Sie J, um den Profiler zu aktivieren. Überwachungskamera hacken, okay. Gesichtserkennung fehlgeschlagen. Ich kann jetzt also einfach Kameras hacken untereinander. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Da ist ein bekannter Viceroy in der VIP-Lounge. Lass uns das überprüfen. Das ist ja mal krass. Ich kann einfach über Kameras anderes Zeug hacken. Mach mal halblang, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung. Ja, das ist offen jetzt. Und mit ESC beende ich. Das ist krass, ein übelstes Netzwerk hier so. Das macht er gerade alleine übrigens. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Das nehme ich mal mit. Halten Sie, um das Waffenrad zu öffnen. Ich habe eine Pistole. Moment, ich teste gerade, wie ich da mit der Pistole... Köder. So. Halten Sie G gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten. G. Und loswerfen. Okay, es geht weiter. So. Und da bin ich den Herrn ausgeschaltet. Alter 52, jährliche Blutspender, Beruf Sergeant, Einkommen 62.000. Ich soll das herausfinden über den, das ist heftig. Okay. Gut. Wir können also jede Kamera, die hier ist, komplett durchhacken. Und dann gehen wir jetzt natürlich nach da oben. Versuchen das zu erreichen. Ich schaue nur kurz nochmal, ob hier irgendwas ist. Was wir gebrauchen können. Aber anscheinend nicht. Na, dann wollen wir mal hier durch. Hey Sie, Sir. Ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit denn? Hey, Didi, ganz ruhig, okay? Gib ihnen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch... So, da haben wir es rausgeschafft. Ich denke mal, das wird ganz easy, da vorbeizukommen. Die Polizei wirst du lieben, Kumpel. Ich stecke hier fest in der Lichtverablenkung. Ich will den Strom ausschalten und dann ausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Na, dann gehen wir weiter. Da haben wir auch schon die Security anscheinend. Wir hacken da oben mal das hier. Evakuieren 40.000 Leute, damit die Räuber und Schatten.
gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielerbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann, bitte. Okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Ja, dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. Also, wie schlimm ist es da unten? Wir wissen es noch nicht, aber es ist ein Tatort. Die Spusi ist unterwegs. Muss das bei meiner Schicht passieren? Scheiße. Alles klar. Den Wachmann mit dem Zugangscode finden und hacken. Ach so, alles klar. Zoom können wir also auch. Aber soll ich denn wissen, wer von denen den Sicherheitscode hat? Ach, guck mal, da oben ist auch noch eine Kamera. Ach so, war gar nicht auf Q drauf. Hat sich beim FBI beworben. Ah, Hallöchen. Das wird reichen. So, dann... Hat anscheinend doch nicht gereicht. Moment. Ich habe die Sicherheitscodes. Ah, da haben wir noch was. Da drüben. Sorgen Sie für einen Stromausfall. Halten Sie das Waffenrad offen. Da machen wir uns wieder einen Köder, wahrscheinlich. Nee. Ah, da haben wir noch einen Strom. Moment. Das ist ein bisschen schwer zu handhaben. Herstellung, Fähigkeit, freischalten. Blackout. Drücken Sie G, um das Rad auszurüsten. Wie komme ich jetzt hier raus? Weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ach, da drüben. Das sieht gut aus. Und da haben wir es geschafft. Na, dann wollen wir noch mal ein Auto mitnehmen. Go, go. Ach, hier kann ich einfach so durch. Ich kann nur laufen. Ein bisschen gelackt, kurz. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise ich mich sehen lassen darf, deswegen laufe ich aber mal schnell. Ach, hier ist es. Okay, beim Schwenken lackt es ein bisschen, okay. Fahren. 1000 Gold, 1000 Dollar kostet das. Wie man ein Fahrzeug steuert: W beschleunigen, S bremsen und S halten, Rückwärtsgang.
Handbremse ist Leertaste, nach hinten umsehen ist Umschalt. Kamera wechseln. Okay. Oh ja, das läuft super. Alter, das Ding hat eine Power. Wow, mit der Steuerung muss man zurechtkommen. Ach du Scheiße. Wow. An alle, dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterhergeschickt. Ich versuche gerade zu entkommen. Es lackt doch ein bisschen. Ich habe vielleicht nicht auf Ultra spielen, sondern auf Normal. Oh mein Gott. Wir werden mal ganz kurz auf Optionen. Moment, Grafikqualität auf. Mit, nee, nicht mit. Nochmal. Oh. Übernehmen, so. Zurück, zurück. Oh. Ich glaube, das Auto hält viel durch. Alter, ich muss wieder meine Fahrskills beweisen. Ich hab doch keine. Dann kommen sie den Cops. Ha, ah, ja, sehr lustig. Oh, das Auto hält doch nicht unendlich viel durch. Ich könnte bei meinem Fahrskill etwas doof sein. Dann kommen sie den Cops. Okay, okay, okay. Ah, ich kann da bremsen, stimmt. Oh ja, was. Okay. Ich glaube, langsam habe ich es ein bisschen. Alter, das sind viele Autos hier. Noch ein paar Crashs und ich glaube, ich bin tot. Erreichen Sie Ihr Versteck? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm einen Vertrag. Dann wird das geschafft. Okay, es. Jederzeit möglich. Drücken Sie M, um die Weltkarte zu öffnen. Drücken Sie auf, um die GPS-Markierung zu setzen. Ihr Missionsziel wird in der oberen Ecke anzeigen. Okay. Erreichen Sie Ihr Versteck. Ich fahre lieber ein bisschen vorsichtig, bevor ich wirklich in die Luft fliege. Gut, dass ich über... Also das wird auf jeden Fall lustig. Ich hatte euch ja mal versprochen, dass ich noch ein Rennspiel spiele. Mit dem Spiel habe ich das ja dann wohl erfüllt. Also so ein Spiel, wo man mit Autos um die Ecke fahren muss. Weil ich ja bei Mafia mega abgekackt bin. Wow. Dann ist das ja mehr oder weniger gleich die Erfüllung meines Versprechens. So. Einbiegen. Moment, Moment. Ach so. Ach so, ich kann auch... Ach du, nee, ernsthaft? Ach nee. Aber ich weiß gar nicht, was ich von dir jetzt hören darf. Wie erreiche ich jetzt mein Versteck? Ach so, ich glaube, ich muss aussteigen. Und vielleicht muss ich klettern? Ne, muss ich nicht. Erreichen Sie Versteck?
So, öffnen wir hier mal die Tür. Nee, geht nicht. Die hier auch nicht. Die hier? Nö, wie komme ich da hoch? Hä? Wie komme ich da hoch? Ah, Moment. Ich muss da hoch. Ach, da drüben. Alles klar. Könnte ich gerade noch was sprengen? Warum soll ich das sprengen? Ich weiß es nicht, aber ich kann's. Ich kann so ziemlich alles sprengen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es gefällt mir schon mal irgendwie. Man merkt, wie wir das hier unser Versteck ist. Irgendwo im Ghetto. Hoffentlich gibt es auch ein Netto. Ich hoffe, ich mache da Verletzter keine Rechte mit der.